Ja, mein Name ist Sebastian Zundler, ich bin Arzt und Wissenschaftler hier in der Medizinischen Klinik 1 in Erlangen. Wir forschen insbesondere an bestimmten T-Zellen, die für die Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen von Bedeutung sind. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind Erkrankungen, die in Schüben verlaufen, wo es immer wieder zu Entzündungen im Magen-Darm-Trakt kommt, unterbrochen oft von Phasen, wo die Entzündung weniger stark ausgeprägt ist. Und man weiß noch nicht genau, wie diese Erkrankungen entstehen, weiß aber, dass das Immunsystem des Darms da ein entscheidender Faktor ist. Man muss detektiv sein letztendlich, klinisch eben den Beschwerden eines Patienten auf den Grund gehen und die richtigen Untersuchungen wählen, um das Ganze abzuklären und dann therapeutische Schlussfolgerungen zu treffen und im wissenschaftlichen Bereich eben detektiv spielen auf der Suche nach neuen Wirkmechanismen, neuen Therapiezielen, neuen Zusammenhängen biologischer Natur. Ich wollte schon sehr lange, schon seit der Schulzeit, Arzt werden, habe mich da sehr dafür interessiert, was sicherlich auch an einer genetischen Belastung liegt. Und bin dann während meines Studiums in Regensburg im Rahmen der Promotion mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in Kontakt gekommen, habe daran schon gearbeitet. Und dann hat sich eben anschließend für mich die Möglichkeit ergeben, hier in Erlangen meine Tätigkeit aufzunehmen. Und hier haben wir einen großen wissenschaftlichen und auch klinischen Schwerpunkt im Bereich chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, sodass das sich natürlich angeboten hat und ein ideales Umfeld für mich war, um da einzusteigen und entsprechend meine Forschungen aufzubauen, eine Arbeitsgruppe aufzubauen. Teamwork ist ein ganz entscheidender Aspekt bei der Forschung. Man wird nur im Team sein Ziel erreichen können. Natürlich zum einen, weil gewisse Dinge so arbeitsintensiv sind, dass sie auf mehrere Schultern verteilt sind, aber natürlich auch, weil es ganz entscheidend ist, dass Dinge immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und man auf diese Weise nicht in seinem Tunnel die Forschung betreibt. Ich bin Familienvater mit zwei kleinen Kindern, da habe ich nicht so viel Zeit zum Durchschnaufen. Aber wenn ich die Zeit finde, dann versuche ich so oft wie möglich auch laufen zu gehen. Das ist wie so eine Art Reset-Knopf und viele Probleme sortieren sich im Kopf dabei ganz neu und man hat dann anschließend eine ganz andere Herangehensweise an die Dinge und ich glaube, dass ich schon viele Probleme so gelöst habe.